Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. Ja, wir haben jetzt tatsächlich unsere Mutter mal wieder gefunden. Das heißt mal wieder, überhaupt mal gefunden. Daniel ist von irgendwelchen Sektenspinnern festgehalten. Wir müssen gucken, ob wir vielleicht irgendwie wieder an ihn rankommen. Damn. You look bad. Gotta change that dressing soon. Ja, mach das mal bei Gelegenheit. Karen seems to be on the move quite often. Weil sie einen Kulturbeutel hat, also hab auch einen und ich bin jetzt nicht so oft unterwegs. Wonder how long Karen has been here. Did she see one of Daniels miracles? Das ist halt eben die Frage. Tablet, Schublade, Bibel. Oh. Sorry. I still have no game. And the house always wins. Ich nehm's trotzdem mal mit. Yeah, I bet every guest can't wait to read this. Ob ich meine, wenn der hier schon, also wenn das hier in der Ecke ist, macht es ja auch Sinn, dass die ganzen hier verteilt haben. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Okay. Kinda pretty. Wonder if she made it. Wir auch noch mitnehmen. I know I shouldn't peek, but whatever. Okay, dann fangen wir doch mal da oben an. Glad to know she learned the lesson. Karen did her own road trip to get here. Gut, Red Mahoney ist Mexikanische Eye of Red's Art. Mhm, Apfelkuchen. Ein Kaffee. Noch ein bisschen gegrillter Käse, Pommes. Berg Cheesecake ist, glaube ich, auch ganz lecker. Nach vorne schreiten, um zurückzublicken. Dieselbe Wahl treffen zweimal. Zweimal. Einsamen Tage und verträumten Nächte, nur um mich selbst zu finden. Und Blick, um umzukehren. Okay. Damn. Karen does like to capture the world around her. Scheint so. Er mit jeder Meile mein Herz rast. Und ich erinnere mich, kenne das Gefühl. Kein Ankämpfen gegen dieses Schlagen, das ihn zerreißt, meinen Kern. Blues am frühen Morgen. Kaffee. Rotäugige Trucker und traurige Familien. Schlechtes Rührei, nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat's eilig. Mutig am Ende einer langen Nachtschicht. Namensschützer Clementine. So 22, rothaarig, braun gefärbt. Augenbrauen und Hautton lügen nicht. Irische Abstammung. Was besitzt das vielleicht? Mahonis. Vage, höfliches Lächeln. Gedanken sind woanders. Das tollpatschig, wirkt abgelenkt. Junger Koch nennt sie Clemmy. Oder Freund? Freund. Entschuldigt sich, wenn die Bestellungen lange dauern und sie dafür einen draufkriegt. Mama und Papa, dass du während deines Job datest, Clemmy. Arbeit und Liebe mischen geht selten gut. Das ist ein brandneuer Babybauch unter der dreckigen Schürze. 2017 und junge Leute sind immer noch dabei, Babys zu machen. Letzte nichts ändert sich je wirklich. Wahrscheinlich. This country is just way too big. Das kann natürlich gut sein. We've come a long, long way, buddy. Ja,
gute Pullover. This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Gut, das liegt aber eher an den Schlägereien, ne? So, 17 Dollar haben wir. Haben wir gelesen. Und das hat's jetzt zerlegt, leider. So, auch hier gibt es wieder ein bisschen was Neues. Aus einem Fenster, aus dem Krankenhaus geschlichen. Und ich einfach mit nur einem Auge, mir war klar, dass es verflucht hoch war. Vielleicht hat es geholfen. Mir war nicht klar, wie verflucht hoch es war. Scheiße, ich bin noch nicht fit genug für diesen Trip. Diese Kopfschmerzen bringen mich um. Kein Bargeld, kein nichts. Ich werde von so vielen Geistern verfolgt. Aber ich muss mich aufs Wichtigste konzentrieren. Nevada erreichen und Daniel finden. Ach, deswegen war er nicht tankbar, weil er kein Geld hat, um es zu bezahlen. So schwer zu fahren. Beschissenes Wunder, dass ich keinen Unfall gebaut habe. Bald mal rechts ranfahren, um mich auszuruhen. Mit nur einem Auge im Dunkel zu fahren, ist echt übel. Würde sich sicherer anfühlen, in einer mondlosen Nacht an einer Klippe entlang zu laufen. Rassistische Arschlöcher haben mich verprügelt, weil ich mich nicht erniedrigen ließ. Mein ganzer Körper tut weh. Magen, Lunge, aber es ist mir egal. Meine einzige Priorität ist, Daniel zu finden. Und Benzin mehr, ich muss laufen. Ende der Straße. Wurde nicht weit von Haven Point von einem Trucker eingesammelt. Ich war nervös, aber der Kerl war nett. Hat mir sogar sein Sandwich gegeben. Das habe ich echt gebraucht. Okay, Daniel wurde von einem Kult einer Gehirnwäsche unterzogen. Ich will bei ihnen bleiben und ich habe es mit dieser Pastorin versaut. Ich bin ihr direkt in die Falle gegangen. Bin so blöd. Dann noch Karen. Was Teufel macht sie hier? Wie hat sie uns gefunden? Ich will nichts von ihr, nada. Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. Okay, nutzen können wir es aber nicht. Be right back. We'll find out. Ich bin kurz einkaufen. Ich hol was zu essen, falls du hungrig bist. Socken und Unterhosen sind im Bad. Gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bald zurück, Karen. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Miss Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Ich habe einige Probleme und Sean wird vermisst. Mit Daniel in Haven Point, Nevada. Gab mir diese Postfahreradresse. Falls sie dies bekommen, ich denke, Daniel ist in Gefahr. Braucht Hilfe, um von ihr wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Huh. This isn't her tablet. Okay. Strauchelt etwas, wenn zu viele Apps laufen. Sollte aber okay sein für Browsing und Geo. Cat. Code ist 1127085. Du findest deinen Sohn. Gucken wir doch mal. 112 85. Yay, technology. She came prepared. So, willkommen in deinem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Haven Point. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Deus. Mission, akzeptiert den Herrn, verbreitet die Worte Jesus, halte der Gemeinschaft die Treue. Suchen und selig zu machen, was verloren ist, Lukas 10,10.
Eine Nachricht von der Mutter Pastorin Lisbeth Fischer. Als Pastorin unserer Heiligen Kirche habe ich mein Leben und meine Liebe, Lehre der Bibel und unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit dieser Berufung gesegnet. Es ist mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevolle, rechtschaffende Gemeinschaft in Haven Point zu führen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen, zum Geist unseres Herrn und Erlösers geleitet wird. Gott segne euch alle. Hier war das eine lebendige Oase, in der Individuen und Familie ihrem Glauben in einer Gemeinschaft ausleben können, den Lehren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und seinem ewigen Reich zu bauen. Freundschaft. Lieber, du handelst treu in dem, was du an deinen Brüdern tust, mal an Fremden. Johannes 15. Dankbarkeit, das ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 18. Ja. Das war euch immer sehr interessant. Vergebung, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat im Christentum. Ja, in Christus. Reverend Mother doesn't look too humble. Ein Stück von Haven Point. Eines der großen Geheimnisse von Nevada ist es, wie es dem Heiligen Geist und dem Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Viele Touristen reisen um die Welt, um hier Religion aufzusuchen. Von der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Haven Point, Nevada, hat eine charismatische Pastorin ein frommes Gefolge aufgebaut. Wie sie mir in einem Interview in ihrem friedlichen Büro erzählte, verbrachte Pastorin Lisbeth Fischer ihr ganzes Leben als demütige Dienerin des Herrn, Ruf hörte, seine Liebe und Ehre in diesem dunklen Zeitalter zu teilen. Ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, das mich auf diesen rechtschaffenen Pfad führte. Lächelt sanft und berührt meine Hand. Geht es nicht um mich oder meine Geschichte, die ihn jeder in unserer wundervollen Kirche erzählen kann? Und erzählt haben sie es mir. Mitglieder der Kirche des universellen Auferstehens sprechen mit gedämpfter Stimme über ihre Pastorin, wie sie von ihr inspiriert werden. Corinne Fischer ist nur ihren Segen mit uns teilen, sagt Corey Johnson 34, neue Ergänzung zur Gemeinde. Ich war zwar recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam, konnte die Elektrizität in der Luft spüren, als sie sprach. Manche weinten, geschlossen ich selbst. Ja, hatten wir auch in Far Cry 5. Looks like a Roach Motel. But nobody will find me there. Hier ist ein Hotel in Haven Point, Nevada. Sandy Shake Motel, 2 Sterne. Betten sind mega unbequem, aber es ist billig. Netter Pool, aber beschissen staubig. Das Motel in der Stadt, coole Angestellte. Aha. Ja dann. This place is quite remote. Good. At least nobody will be looking for me here. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann. I got a few moments to myself, so let's practice. Schauen wir doch mal. Wieder halt ein bisschen mehr mit Perspektive. These mountains really inspire me. Immerhin. Aber was das dann wird. Gut, schauen wir da nochmal nach. They could invoke a terrible sea monster. Right in the middle of the desert. Mal gucken. Weil sind wir noch nicht. Erstmal hier das Hintergrund packen. I guess that's an okay start.
But I can keep going. Ja, dafür sind wir doch da. Und was das jetzt noch wird? So, nun? Nehmen wir das nochmal etwas genau unter die Lupe. Ah, es wird ja so langsam. Wird ja wieder mit den Jungen. Kommt das Monster. Ja, auch das passt ja ganz gut. Alright, back to reality, dude. Dann haben wir hier aber tatsächlich erstmal alles. Time to hit up. Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. So sollen wir vom, na gut, stimmt, vielleicht vom Telefon aus anrufen. Ja, dass es mit dem Handy vielleicht nicht so auffällt. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. At least Daniel's alive. Jacob, it's me, Sean. Sean? No way. I've been waiting to hear from you for months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Damn. He couldn't really talk. All this is so messed up. Okay. Dann vielleicht kommt Karen jetzt wieder zurück. I'm not going out. Better wait for Karen in here. Okay, scheinbar noch nicht. Aber vielleicht ruft sie ja an oder so. Genau. Ihr könnt auf Karen warten. Ich dürfte alles hier haben. I'm so drained. So warten wir mal eine Runde. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair. Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Got you some gauze and antibacteria stuff for your eye. Hey, don't wolf that down.
Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? We just got lucky. And got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why. If you care. So, ask me anything. All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I was unhappy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't really do me good, so... Yeah. Okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life. And I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself. Thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel and Esteban. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad. So don't even. I know it's too late. I want you to know how I feel. Yeah. I still don't care. Jeez.
Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. I mean, I get you wanted to leave and stuff, okay? But why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Cool plan, Mom. You hurt Daniel way worse. He thought you took off because of him. I know. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. We used to do so much stuff. Like when you taught me to ride because Dad sucked. Or when we went camping near Vancouver. Just me and you. You always loved night skies. I did stargaze a lot when I was in California. Trust me, the further south you go, better it gets. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are, and not fake it for anybody. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. It's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Hey, mind if I bum a smoke? Sure. Still got a few left.
Wow. I haven't seen that lighter in ages. Your dad loved that thing. I know. Only thing I have left of his. No, man. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we'd just look up at the sky and watch the stars or the planes. I do miss that. I used to do the same with my best friend, Lila. Sitting on the porch, just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together, shut the hell up, and watch the universe do its own thing. So, dann soll es vielleicht mal für diese Folge gewesen sein. Oder geht ihr jetzt automatisch wieder rein? Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.